Hallo zusammen, es ist Donnerstag, der 4. Juni und in diesem kleinen Clip geht es um die Nasdaq. Wir haben 14.47 Uhr, also eine Dreiviertelstunde bevor der Markt da drüben anfängt und es ist auch schon wieder 3 Wochen her, deswegen ist heute die Nasdaq dran. So, das allererste vorweg, das sieht jeder auf den ersten Blick, das alte High, das war bei 9.736, ist gestern mit diesem Doji mehr oder weniger egalisiert worden. 9.729, also um 7 Punkte nicht gesehen. Damit hat die Nasdaq als einer der wenigen Indizes weltweit mehr oder weniger die ganze Corona-Geschichte negiert. Ist erledigt. Avant perdu. Ich habe hier einen Trend gezogen, von dem ich nicht so begeistert bin. Ich mag diese Art Trends nicht. Ich mag lieber horizontale Linien als vertikale. Aber weil der eine oder andere fragt, wieso ich die so ziehe, das hier sind für mich Ausrutscher. Die nehme ich nicht so ernst. Hier ist es in diesem Fall, das ist ein Long Leg Doji, ist Eingangskurs gleich Ausgangskurs. Da war Volumen, da war richtig mehr. Meistens ist hier in diesen Dingern nicht allzu viel Volumen. Deswegen orientiere ich mich an diesen Punkten dann eher am Körper. Da kommen wir hier hoch und das verbindet sich mit der 10-Tage-Linie bei 9501. Im Moment rechnen wir bei 9654 und das ist 0,22% tiefer als gestern. Ich habe für mich von den Bändern her kein Signal. Wichtig ist aber, Sie sehen hier die 20-Tage-Linie, ein bisschen fetter gedruckt, wie gut die bisher gehalten hat. Ja, seit Ende März hat die richtig gut gehalten, zweimal, oder hier einmal, zweimal, dreimal. Die ist für mich ganz, ganz wichtig. Wenn die mit einem Stundenkurs, Stundenschlusskurs unterboten wird, im Moment ist sie bei 9.353, dann gehen wir mir die Lampen an und die letztendliche Bestätigung für eine Abwärtsbewegung bekäme ich hier bei unter 9200, wo wir hier dieses hammerähnliche Gebilde haben. So sieht es bei mir aus. Und dann haben wir als erste wirklich gute Unterstützung die 8600, die kommt hier vom Anfang Mai, gefolgt von der 200-Tage-Linie bei 8471. Von der Technik her können Sie hier gar nichts sehen. Also zumindest nicht im MACD, gibt kein Signal. Die Stochastik ist hoch, richtig hoch. Das muss aber auch sein. Der Junge ist auf dem All-Time-High. Ja, wo soll sie sein? Tief? Das ist völlig normal. Auch hier, erst wenn wir 80 sind, wird sie negativ. Dass der überkauft ist, dass der überhitzt ist, das sieht jeder. Aber ein Verkaufssignal im eigentlichen Sinne habe ich noch nicht. Dennoch, der Chart ist insgesamt wichtiger. Wenn wir das schaffen sollten, diese 9736 rauszunehmen mit Schlusskurs und bitte nicht nur 1, 2, 3 Punkte, sondern schon mal so 20, 30 Punkte, ist hier oben Uncharted Territories die schönste aller Technikerwelten. Ich glaube es nicht. Ich lag auch in der letzten, am Sonntag in der DAX-Analyse auch schief. Ich habe gedacht, das kann nicht sein, dass wir noch nennenswert steigen. Und dann kam gestern der Mittwoch mit, weiß nicht wie viel, 500 Punkten plus. Spektakulär. Lag ich auch schief. Das heißt, der Chart hier ist auf jeden Fall wichtiger. Im Moment rechne ich allerdings eher damit, dass wir nochmal die 20-Tage-Linie sehen bei 9.353. Ich habe euch Scheine mitgebracht. Zum einen diesen hier, 9.131. Da sind wir 9.131. Da sind wir hier. Da. Wir sind unterhalb der 20-Tage-Linie und unterhalb von diesem hammerähnlichen Gebilde. Wenn allerdings die 20-Tage-Linie, jetzt eben schon gesagt, auf Stundenbasis unterboten wird, mit dem Schlusskurs einer Stundenkerze, da muss ich mich da stoppen. Aber bis dahin, ich sehe es nicht ein, einen hier unten irgendwo in ganz Tiefen zu nehmen. Es reicht völlig, wenn man so einen 9.131, das von Goldman Open End Schein mit der Kennnummer Gustav Cäsar 428 Zeppelin, GC428Z. Bei dem Putz möchte ich nicht nennenswert hinter diesen All-Time-High sein, hinter dem ehemaligen 9736 stoppen, muss ich mich spätestens bei 9786. Deswegen habe ich mich für diesen Schein hier entschieden. Wo ist er hier? 9980. Das ist im Moment ein 30er Hebel. Das ist von Goldman, die GM2BKQ. Aber nochmal, den stoppe ich bei 9786, wenn wir das alte All-Time-High um 50 Punkte überboten haben. Ich denke, das reicht. Dann sollte der Markt eigentlich weitergehen. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye, ciao.